Oh, Leute, was geht ab, Leute? Hier ist ein Startpunkt für eine meiner Touren. Ich bin jetzt gerade dabei, also die erste ist in der Beta-Phase, die ist eigentlich komplett, muss nur noch getestet werden. Schauen wir mal, wann ein paar meiner Freunde Zeit haben, die mal zu testen. Technik hinter diesem Ganzen mit den nächsten Stops und sowas und den Nachrichten hin und her schicken und sowas. Auch in der Beta-Phase, aber auch da, es reicht. Klar, man kann immer noch ein paar Sachen ergänzen, wenn mir irgendwas einfällt, wenn ich irgendein Feature, irgendeine Option haben will, dann wird das noch hinzugefügt, aber das Grobe passt jetzt erstmal. Jetzt muss ich erstmal noch weitere Touren sammeln, die fertigstellen und dann kommt so eine Art Fotoshoot, damit ich Material habe für Promo-Videos und Fotos und sowas. Und dann brauche ich eine Webseite und dann kann ich diese ganzen Sachen integrieren, die ich dann geschossen habe oder die ich schießen lassen werde. Wahrscheinlich sollte das professionell gemacht werden. Und dann beginnt Marketing und sowas, Influencer anschreiben, dies, das und dann kann es losgehen mit den ersten paar Touren. Auf jeden Fall, wie war euer Wochenende, Leute? Es war ja GoFest. Ich habe eine Menge Leute getroffen jetzt dann unterwegs in der Stadt und so. Ich war nicht am Start, für alle, die sich wundern. Habe ich auch auf Instagram und so gepostet. Könnt ihr mir gerne dort folgen. Dort heiße ich immer noch super saftig. Ich setze mich mal. Ja, schien leidend zu sein. Obwohl die Sachen, von denen ich so gehört habe, die waren eigentlich ziemlich krass. So Crypto Mewtwo ist gekommen. Crypto Zapdos, Arctos, Lavados und so. Vor allem, die kamen aus der Forschung. Das heißt, die Werte waren relativ gut und dann konnte man die erlösen und dann waren die relativ oft 100, was halt ziemlich geil ist. Und ich habe auch von vielen gehört, boah, 100er dies, 100er das, also nicht schlecht. Also das hätte mir getaugt offensichtlich, damals noch als 100er Jäger, aber leider nicht mehr, was jetzt nicht so schlimm ist. Ich habe direkt am Sendlinger Tor, da treffen wir uns ja immer mit den Freunden, mit den Jungs für die wöchentlichen Treffen, Videodrehs und sowas, Videoshoots. Leute, was geht ab, Leute? Hier. Die Jungs sind am Start. Wir haben gerade hier eine Gruppe an Leuten getroffen, die haben GoFest gezockt. Und da trifft man halt auch immer eine Menge Pokémon Go-Spieler, weil das halt ein Hotspot ist. Hab auch eine Gruppe getroffen, mit der war ich ja immer sehr eng zusammen. Und hab da einen Glückstausch gemacht, direkt mir ein erlöstes Mewtwo geschnappt. Lucky, aber überraschenderweise ist der nicht 100 geworden. War ganz witzig, die Leute zu sehen in der Innenstadt, wie wieder mal viele rumgelaufen sind. Gute alte Zeiten. Bisschen Nostalgie-Feeling, aber hat mich jetzt nicht gereizt, also ich habe es jetzt nicht vermisst. Weiß nicht was, Feedback natürlich hier wie immer. Alles was ich momentan mache, es kommt nicht gut an. Ich weiß noch, wo ich, es ist noch gar nicht so lange her, ist erst 6 Wochen her. Bisschen über einen Monat, dass ich wirklich gesagt habe, ich höre auf. Und am Anfang ist man natürlich noch immer noch an das Spiel gebunden und dann habe ich damals noch gesagt, ja wahrscheinlich werde ich mir das Ticket gönnen und das zocken, weil es halt eine große Sache ist. Da haben so viele geschrieben, hey, wieso? Hör doch auf, wenn du aufhörst, dann hörst du dir komplett auf. Aber zock doch nicht ein bisschen noch und so bla 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 bla. Und mittlerweile habe ich mich halt so vom Spiel entfernt, dass ich das dann doch nicht gekauft habe. Und jetzt kommen natürlich die Kommentare, zock doch ein bisschen, probier's doch wenigstens noch. Digga, ich schwör, du machst das, nicht, ist nicht okay. Du machst das, ist auch nicht okay. Langweilt mich so böse hart, Mann. Aber Wochenende war nicht nur schlimm. Ich habe mich zwar mit den Jungs getroffen, aber schrecklich. Wir haben kein Video gedreht, ist nichts zustande gekommen. Auch der wöchentliche Vlog ist nichts geworden, weil, weiß nicht, man, wir waren irgendwie planlos, wir waren irgendwie komplett lost. Wir wissen nicht so genau, was wir mit dem Kanal machen werden. Es ist alles gerade so in der Schwebe, aber das zeige ich euch jetzt. Ja, es geht die Woche so ab, Leute. Erzählt mal was. Investments. Das Wochenende war nicht nur schlecht. Der Bitcoin ist überraschenderweise ein bisschen gestiegen. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt, möglicherweise an der Ankündigung von Twitch. Twitch, Stream, dies, das, betrifft uns ja auch, oder euch. Zwar akzeptieren die jetzt Kryptowährungen für so Bits kaufen, Cheering und auch für Subs kaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob das direkt im Zusammenhang liegt, aber ist gestiegen. Ihr wisst ja, seit einer gewissen Weile bin ich auch interessiert an Bitcoin, vor allem wegen meinem Kollegen Bargisch. Und es hat, also, aber ich bin nicht so tief drin. Ich habe mich nur ein bisschen erkundigt und habe jetzt ein bisschen was da reingesteckt. Aber er ist ja sehr, sehr, sehr krass davon überzeugt und versucht da auch alle zu bekehren. Und am Samstag, nee, Sonntag ist er jetzt tatsächlich jetzt mit diesem Komm in die Gruppe, ist er tatsächlich damit angekommen und hat uns aufgefordert in die Gruppe, also nicht aufgefordert, hat uns gefragt, ob wir in die Gruppe wollen. Das kann ja mit aufhören. Du kannst dich zur Not weglöschen. Ich weiß ja nicht, was du sagen willst. Ja. Dr. Julian Hospert, der so eine Mastermind-Gruppe. Das kostet
wie viel, 80 Euro im Monat oder so. Das wollte ich mit meinem Freund machen. Wenn ihr wollt, könnt ihr da auch rein und dann teilen wir uns die Kosten. Und dann, wenn ihr wollt, gebe ich euch entweder... Oh mein Gott, kommt in die Gruppe. Der will uns in die Gruppe locken. Ja, das ist halt echt extrem günstig. Der Wert ist hier, Preis ist hier. Oh mein Gott, jetzt ist es gekommen. Ich kann euch eine Sache näherlegen. Ich will euch jetzt nichts aufschwätzen, so wie mein Kollege Barisch. Der will irgendwie alle bekehren. Mir ist das relativ egal. Aber was ich euch als Tipp Rat geben kann, ist halt, informiert euch darüber. Seid offen dafür, weil viele assoziieren das direkt mit Scam und sowas, wie zum Beispiel letztens dieser Twitter-Hack, wo die versucht haben, diese ganzen Bitcoins zu hacken, scammen. Und viele sagen halt dann schon direkt im Vorfeld, yo, das ist nicht mein Ding, so wie Nico zum Beispiel, das ist nicht mein Ding oder das ist alles Scam oder sowas. Das Einzige, was ich euch raten kann, ist halt, seid offen dafür, informiert euch erstmal selber darüber, macht euch einen Überblick darüber und dann könnt ihr erstmal urteilen. Das ist alles, was ich von euch will. Ja, wir haben nichts gedreht. Wir haben Eis gegessen, aber das war es auch. Frozen Joghurt. War sogar ganz lecker. Aber ja, ich war blank. Ich bin eigentlich nie blank, aber ein, zwei Sachen hätten wir schon machen können. Aber ich war echt relativ blank. Ich bin momentan echt lost. Ich weiß nicht, was ich machen werde, machen will sogar. Ich weiß echt nicht, was ich machen will. Was unser Ziel ist, was mein Ziel ist. YouTube-technisch jetzt. Ich habe andere Ziele. Und das ist vielleicht auch das Problem. Die sind mir momentan wichtiger als YouTube, deswegen keine Ahnung. Aber da ja einmal die Woche unser Treffen ist und wir da jetzt immer das Opening machen, seht ihr noch das Opening? Grüße gehen raus. Ehemaliger Max und Monday. Aber jetzt machen wir das immer mit den Jungs beim wöchentlichen Treffen. Darf ich mal auch ein Paket öffnen? Danke. So, letztes Mal. Schau mal an, ich wollte nicht. Ich hab die Woche echt. Ich bin blank, Mann. Ich bin nie blank. Nein. Ich schwöre, du hast mich echt. Ich schwöre, ich hast dich wirklich gar nicht. Ich öffne zum ersten Mal ein Paket. Danke, Tati. Achso, Grüße gehen raus. Link ist unten in der Beschreibung. Wer sind? Jeden Monat. Siehst du, wenn du es aufmachst, dann. Woodbox. Genau. Harry Potter. Oh mein Gott, das ist ja auch was für dich, Barisch, oder? Heute wieder ein T-Shirt. Was ist diesmal drauf? Oh, das schaut echt nice aus. Oh mein Gott, Zelda. Oh mein Gott. Oh, das T-Shirt schaut echt geil aus. Ich bin auch da. Zu Harry Potter, ich bin ja ein Hardcore-Harry Potter-Fan. Der Harry Potter nicht versteht, ja, ist ein Muggle, nicht magisch. Genau, was wieso kriegt der Matati seine Größe? Warum genau, ist das so? Weil das ja meine Größe eigentlich ist. Ach so, deine Größe. Hast du echt nicht gesehen? Also ich trage sie, ja, aber ich trage sie bei Excel immer. Zelda geil, oder? Also schon echt richtig nice aus, das Logo. Absoluter Zelda-Fan, Mann. Was ist das? So Anhänger? Den kenn ich doch. Was? Diese Treehouse-Friends. Oder nicht diese crazy, ja, das genau. Immer bei MTV lief. Ja, genau. Ja, es ist dort, gell? Richtig verrückt. Das da? Also Trinity-Buch. Das ist doch das Ding-Zeichen, oder? Das ist doch das Charmed. Nein, das ist von Charmed. Charmed, diese genau, drei Schwestern. Mann. Das ist dieses Familienbuch von denen. Richtig. Ja, welche drei Schwestern? Du meinst nicht die zauberhaften Schwestern. Charmed. Das liegt immer bei ProSieben. So. Mit Dingmann, wo ist der einen da? Die kenn ich nicht. Eine Wasserflasche, immer genug Wasser trinken. Oh mein Gott, ein Matrix-Notizblock. Leben wir in der Matrix? Star Wars, oder? Ja, ist halt echt so. So, dann machen wir das hier auf, komm. Sehr ehrlich, bei der Pille würdest du genau die Pille nehmen fürs normale Leben. Du würdest nicht die verrückte Pille nehmen, oder? Das ist doch nicht schlimm, Mann. Ich hab mir heute leicht ärgert. Was ist denn los mit dir? Was heißt heute? Du ärgerst mich immer, Mann. Ich hab dir doch eine ganz normale Frage gestellt. Du ärgerst mich immer, Barisch, Mann. Okay, normal, welche Pille würdet ihr nehmen? Tati, mein fünf bester Freund, welche Pille würdest du nehmen? Die normale oder die komplett? Das kann ich dir jetzt noch nicht beantworten, Barisch. Und jetzt, was tendierst du eher? Zu der Wahrheit. Ja. Ich würde ohne zu überlegen die verrückte Pille nehmen. Stell vor, zu der Wahrheit tendiere ich immer. Stell vor, im Film nimmt er die normale Pille und kehrt in sein normales Leben zurück. Süß. Aber gute Qualität, Mann. Ja, auch hier die Brille, die Gläser. Die Qualität ist wirklich krass. Das ist echt krass. Das habe ich doch schon letzte Woche gesagt, allein das Buch war schon heftig. Ist echt kein billig. Qualität ist echt krass, Mann. Und sogar die Narbe ist drauf gerade. Ja, vielen Dank für die Box. Wie gesagt, alle Infos unten in der Beschreibung. Wir brainstormen jetzt mal ein bisschen. Ja, das war's von mir, Leute. Für alle, die es noch interessiert, für alle, die noch am Start sind, ich bedanke mich für euer Interesse, für euren Support. Könnt mir wie immer gerne auf Instagram, Facebook und Twitter folgen. Ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr noch das Video liked, kommentiert, abonniert.
und die Glocke aktiviert natürlich wie immer. Wir sehen uns die Tage, Leute. Hoffentlich morgen, hoffentlich wieder regelmäßiger, hoffentlich mit einem Ziel. Ciao.